Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Dark Project Gold. Und dieses Mal, wie ihr vielleicht im letzten Part am Ende mitbekommen haben solltet, bei dem vierten Ort, an dem wir den Talisman stehlen müssen. Dieses Mal geht es zu einem Marmoritentempel und ja, wie Garrett so genial gemeistert hat, werden wir uns als Novizensprössling in diesen Tempel hineinschmuggeln sozusagen. Was tatsächlich auch eine ziemlich geniale Idee ist, muss ich sagen. Denn dadurch, wie er ja auch festgestellt hat, dass Novizen halt in diesem Tempel nicht reden dürfen, kann uns auch in dem Moment natürlich auch keiner entdecken. Es ist ziemlich gewagt, aber doch auch ziemlich genial, muss ich sagen. Und das einzig Schwierige an dieser Mission ist einfach, sich nicht erwischen zu lassen und wirklich sich möglichst unauffällig zu verhalten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich hier eigentlich bin und wo ich hin muss. Ich wette, ich muss da hoch. Gibt es hier noch irgendwas so außenrum, was ich mitnehmen könnte eventuell? Ich glaube nicht. Das finde ich tatsächlich ein sehr, sehr cooles Level, den Einkaufsbildschirm. Habt ihr ja jetzt irgendwie so halb noch mitbekommen. Hier sehe ich irgendwie fast gar nichts. Ich wette, ihr seht in der Aufnahme leider wirklich überhaupt nichts. Das tut mir auch sehr leid. Ich müsste wahrscheinlich an der Gamma einstellen. Warte mal ganz kurz. Options, Video, Gamma ist aber immer noch ganz hoch. Toll. Ja gut, muss ich mal gucken, ob sich da wieder irgendwas an meiner Grafikkarte verändert hat. Jedenfalls finde ich dieses Level wahnsinnig interessant, weil es halt auch eins ist, bei dem man tatsächlich nach Möglichkeit nicht irgendwie aktiv werden sollte. Das heißt, man sollte sich eher im Hintergrund halten, sollte alles beobachten und zusehen, dass man sich möglichst unauffällig verhält. Ich glaube, ich wiederhole mich. Kann das sein? So, wir haben in unserem Inventory jetzt tatsächlich ein... wo ist es? Eine Blitzbombe neu, das ist aber hart. Eine Scroll. Die uns als Novize auszeichnet. May the hammer fall on the unrighteous. Ja, das ist, wie gesagt, unser Ticket, um hier reinzukommen. Ich habe tatsächlich nichts anderes dabei, außer diese Sachen. Wollt ihr mich jetzt wirklich verarschen? Ach Gott, hier. Okay, ich habe mir, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, einige Wasserpfeile besorgt. Einige Moospfeile vor allem auch, damit ich ja hier unbemerkt bleiben kann, ne? Und so. Drei Gaspfeile habe ich jetzt dabei. Und nur leider einen Seilpfeil, einen Noisemaker habe ich mir auch noch besorgt. Weil ich mir dachte, das könnte mir eventuell hier auch weiterhelfen, so als Ablenkungsmöglichkeit. So, hier vorne muss ich jetzt gleich rein. Ich gehe noch einmal ganz kurz hier längs. Einfach, weil ich neugierig bin. Und gucken möchte, was es hier so gibt. Städte sind hier immer relativ ausgestorben, wie ich feststelle. Ach, hier geht es auch wieder runter. Okay. Ah, da komme ich an die Seite. Hier ist ein Tor. Ich glaube tatsächlich, dass ich dieses Mal den Ort nicht wieder verlassen muss. Wenn ich mal auf die Objectives gehe. Enter the Hammerite Temple via the front entrance. Find and seal, return to the city streets. Oh, scheiße. Okay, aber dieses Mal habe ich keine Vorgabe, wie viel ich stehlen muss. Das finde ich schon mal ganz gut. Weil ich ja eigentlich auch nur hinter dem Lufttalisman her bin und eben nichts anderem in dem Sinne. Gut, dann versuche ich mal hier jetzt hineinzukommen. Ich wüsste gerne mal, wie ich aussehe. Aber leider kann man das ja hier nicht sehen. Oh, ich bin aufgeregt. Present thy credentials, novice. Muss ich ihm das jetzt zeigen? Hier? Da? Oh, hoppala! Ah, okay, jetzt habe ich ihm das gezeigt und jetzt kann ich rein. Und er hält mich tatsächlich für einen Hammeriten-Novizen. So, wie ihr schon merkt, hier ist der Boden ziemlich laut.
Und jetzt ist hier vorne direkt was ich mitnehmen könnte, was ich aber natürlich nicht tue, weil das dezent auffällig wäre. So, als Novize habe ich das Problem, dass ich nicht überall Zutritt habe. Das heißt, es gibt bestimmte Türen, in die darf ich hinein und es gibt Türen, in die darf ich nicht hinein. Sollte ich in diese Türen hineingehen, wird das automatisch die Aufmerksamkeit der Hamariten auf sich ziehen und die werden merken, dass hier irgendwas nicht stimmt. Überhaupt, wenn ich irgendetwas tue, was mir verboten wird, dann könnte es schnell passieren, dass ich hier... Oh, okay. Ihr habt das schon gemerkt. Das ist die erste Tür, in die ich nicht hinein darf. Jetzt will ich einmal ganz kurz lesen, was hier steht. In light of the recent break-in at Craigscliff, all temple patrols... Warte, ich bin noch nicht fertig. Will be doubled until further notice. Wenn ich das jetzt mal kurz übersetze... Aha, okay. Also dadurch, dass ich in Craigscliff in diesem Gefängnis eingebrochen bin, sind alle Wachen jetzt hier verdoppelt worden. Toll. Hallo. The rules do not permit novices in the barracks, as thou should well know. Be off. Okay, die einzige Tür, in die ich rein darf, ist diese Joa. Das ist so seltsam, dass ich an denen einfach vorbeigehen kann, ohne dass hier irgendwas passiert. Okay. Wie gesagt, das hier scheint die einzige Tür zu sein, in die ich im Moment reingehen darf. Es ist relativ dunkel. Ich hoffe, ihr könnt hier was sehen. Das erinnert mich ein bisschen an dieses Bild, das ich mal auf Facebook geteilt habe. Von wegen, wenn man Shakespeare jemals ein Spiel aus der heutigen Zeit zeigen sollte, dann müsste es definitiv Thief sein. Also hier dieses Dark Project. Einfach weil. Darf ich jetzt hier rein oder darf ich hier nicht rein? Darf ich das lesen? Hammerite Compendium of Precent Fragments and Rules. The builders gave thou the raw stuff of thy life. Make thou a great work of it or thou mockest his gifts. Ja, whatever, danke. Oh, ups. I am a wall builder. Let my walls endure from season to season, year to year, and age to age. Let my walls stand while families toil, armies march, and empires fall. I am a wall builder, and my walls will stand always as a shield against evil. This I pray that will the master builders grant. Ich glaube, das ist ein Gebet. Und ich glaube, das brauche ich auch. Ich werde mir das einfach mal mitnehmen, weil ich weiß, dass ich am Ende, wenn ich vor diesem Talisman stehe, ein Gebet sprechen muss. Und ich glaube zu wissen, dass es dieses ist. Bin ich denn jetzt? Ich glaube, auf einer Art Balkon. Also normalerweise hieß es ja, man dürfte als Novize überall hin. Und ich könnte mich jetzt hier quasi umschauen. Offensichtlich aber nicht. Ich werde hier einfach mal zur Sicherheit schnell speichern. Weil ich mir jetzt halt nicht mehr sicher bin, wo ich rein darf und wo nicht. Hier ist eine große Glocke. Cool, cool. Also hier, das ist ein relativ wichtiger Raum für später. Weil... hier sind drei sehr wertvolle Dinge. Der Hammer was the first to be cast after mortal was bought into bla bla bla. Und so weiter. Hier haben wir the first hammer symbol of our essence from the bla bla bla. Und hier haben wir noch den... Oh, ups. The sacred skull of St. Jora, the builder of vision and bla bla bla. So, hier hinter ist ein Hebel. Der Hebel ist relativ wichtig, den sollte ich mir auch auf jeden Fall merken. Warum der jetzt nicht gemerkt hat, dass ich den umgelegt habe, ist mir ein Rätsel. Aber gut. Freut mich, dass er es nicht gemerkt hat. Es gibt vier weitere dieser Hebel, die ich hier alle finden muss. Und das möglichst ohne die Aufmerksamkeit der anderen, wie immer, auf mich zu ziehen hier. Und diese fünf Hebel, insgesamt fünf sind es, muss ich dann am Ende umlegen.
in einer bestimmten, also in einer bestimmten Zeit, wohlgemerkt. Ich glaube, es sind 5 Minuten. Und wenn ich diese Hebel alle umgelegt habe, komme ich zu dem Talisman, den ich hoffentlich gleich auch noch finden werde. Ich gehe jetzt erst einmal hier runter. Hast thought upon who is likely to succeed our master? Surely not for many years. Not thou blind. He is old. And the master forgers do jostle each other for precedence. I spy not on my betters. 'Tis in the builder's hands. 'Tis true, 'tis true. Yes. Mhm. Der Meister der Hammeriten scheint ein ziemlich alter Kerl zu sein. Der wahrscheinlich auch nicht mehr lange der Meister der Hammeriten sein wird. So, das sieht ein bisschen aus wie eine Art Stall. Hier könnte ich auch noch was mitnehmen. Kann ich was mitnehmen? Nein, kann ich doch nicht. Schade, schade. Aber hier gibt es auch gar nicht so viel, was ich jetzt wirklich stehlen könnte. Deswegen, das ist auch nicht der Hauptpunkt, den ich hier in diesem Spiel anstrebe, wenn ich ehrlich bin. Jetzt bin ich einmal kurz. Ich hoffe wirklich, dass es nicht zu dunkel für euch ist. Hier gehe ich auf jeden Fall gerade so einen relativ dunklen Gang entlang. Und ich wette, hier darf mich auch keiner sehen. Weil ich hier mit Sicherheit nicht als Novize sein darf. Kurz speichern. Das sieht nach Grabkammern aus. Und zwar nach relativ wichtigen Grabkammern. Wahrscheinlich von alten Hammeritenmeistern. Ich gehe noch mal ganz kurz hinter dem her. Oh. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier sein darf. Ich bin mir relativ sicher, dass ich nicht hier sein darf. Einfach weil es ein sehr wichtiger Ort anscheinend auch ist. Aber der scheint sich auch nicht daran zu stören, dass ich hierher laufe. Jetzt gehe ich einfach mal wieder hier hoch. Hier ist es ja zum Glück schön hell. Huch. Bin ich denn jetzt gelandet? Ach, hier! Okay, hier ist irgendwo ein weiterer Hebel, soweit ich weiß. Ich weiß zwar gerade nicht genau wo, aber irgendwo müsste hier noch einer sein. Oder? Bin ich jetzt blöd? Hier muss doch einer sein. Irgendwo hier. Das letzte Mal, dass ich das wirklich gespielt habe, also das habe ich bisher tatsächlich erst ein einziges Mal gespielt, dieses Level. Und das letzte Mal, dass ich es gesehen habe, war bei Gorgos alias Killing Constantine. Oh, hier darf ich wahrscheinlich gar nicht rein. Aber ich darf in so viele Räume nicht rein. Das ist voll schwierig. So viel zu, ich kann mich in Ruhe umschauen. Ah, hier ist, glaube ich, der andere. Gott, ich finde diese Dinger nie wieder. Ah, hier ist auch noch so ein Raum. Mein Gott, wie viele von diesen Räumen gibt es denn hier? Da hinten sind Kisten. Okay, also irgendwo hier gibt es auf jeden Fall noch einen dieser Hebel. Ich höre hier noch jemanden laufen. Diese roten Hammer symbolisieren übrigens die Gegenden, in die ich nicht rein darf. Aha, hi! Okay, offensichtlich darf ich hier doch hin. Das scheinen aber auch nur Lagerräume oder sowas in der Art zu sein. Inklusive Hebel halt, auch wenn ich gerade nicht weiß, wo dieser Hebel ist. Ein bisschen nach Geheimgängen aus, scheinen aber doch keine zu sein. Hier ist ein sehr, sehr langer Gang. Gott, habe ich jetzt einen Schreck bekommen. Gut, da hinten. wie ihr seht, ist da hinten der Talisman. Also eben genau das, was ich haben muss. Und irgendwie gibt es hier die Möglichkeit, diese Brücke auszufahren. Ich weiß noch nicht mehr genau wie. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal bei Gorgos angucken müssen. Wie genau das funktioniert. Ich hoffe, ich habe damit jetzt keinen Alarm oder sowas ausgelöst.
Das wäre richtig schön blöd. Naja, hier sind die ganzen Alarmdinger. Oh, eine Küche. Hier gibt's was zu futtern. Und ein Buch. Terrence, we are almost done converting the old kitchens into the new treasury. All of the kitchen stores have now been moved up to downstairs and some of the church valuables have been moved down. Work should be completed within a week. Norman. Whatever. Hier wird wohl umgezogen. Die Küche wird nach oben verlegt und die Schatzkammer nach unten oder so. In, irgendwas in der Art. Gut. Ich muss mich hier tatsächlich noch relativ... Oh. Da ist doch noch was zu mitnehmen. Ich weiß halt nicht, ob die darauf reagieren, wenn die nicht sehen, dass ich das mitnehme. Wahrscheinlich reagieren sie dann nicht drauf, weil sie gar nicht wissen, wer es war. Ich riskiere es einfach mal. Das sind jetzt 150. Ja, super. Das bringt mir ja auch so viel. Okay. Irgendwas wollte ich noch. Ist das hier? Ah, da komme ich wieder runter, genau. Ich wollte noch mal in die Kisten schauen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die sind. Oh mein Gott. Ich verlaufe mich hier einfach hoffnungslos. Und das jetzt schon. Hallo. Entschuldigung. Ich wollte gerne... Sorry, alles gut. Ich wollte mich nur ein bisschen umschauen. Leer? Leer, okay. Ja gut. Ich hätte auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Denn die Schatzkammer wird ja nach oben verlegt, ne? Oh. Hammerite Compendium of Flaw and the Gear will fade instead of bla bla bla. Oh Gott! Oh Gott! Okay, ich schätze, ich darf hier nicht sein. I'm sorry. Bist du ein Magier? Der ist ein Magier. Das ist ein fucking Magier hier. Okay, ich werde auf jeden Fall neu laden. Das war jetzt natürlich blöd. Ich habe den nicht gesehen. Aber das scheint wohl der Einzige zu sein, der mich hier wirklich durchschauen kann. Oder ich bin tatsächlich da in einem Raum gelandet, in dem ich definitiv nicht hätte reingedurft. Aber wie gesagt, es gibt ja einige Räume, in die ich nicht rein darf. Das ist doof. Sprich, eigentlich so ziemlich alle hier. Da, genau. Das scheint der Raum zu sein. Da ist aber auf jeden Fall Teppich drin. Das ist ganz cool. Ich könnte den ja ausschalten. Theoretisch würde dann auch keiner merken, dass ich hier bin. Ah, hier ist noch ein Schalter. Nein, das ist kein Schalter. Okay. Ah, Mann, 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 Mann. Also bis ich die Schalter hier alle gefunden habe, das kann eine Weile dauern. Wie gesagt, ich schaue mir aber auf jeden Fall auch nochmal an, wo die jetzt alle zu finden sind. Damit ich hier nicht 100.000 Mal, also die ganze Zeit hier rumirren muss. Das ist ja auch Blödsinn dann. Oh, hallo. Jede Menge Hammer. Hämmer, Hammer. ich glaube, einen davon brauche ich sogar. Ich meine, da gibt's. Wartet ganz kurz. Probier mal was aus. Probiere mal ganz kurz was aus. Puff. Das ist jetzt nicht das typische Hammeriten-Novizen-Verhalten, würde ich mal behaupten. Aber ich bin einfach nur neugierig. Puff. Ob hier vielleicht irgendwas dahinter ist. Aber ist es nicht. Okay. Okay, Waffe weg. Ja. Gut. Also ich glaube, meine Lizenz wird mir relativ schnell wieder entzogen, wenn ich so weitermache. Was haben wir hier? Pisspott. Pisspötte. Nein, wahrscheinlich so zum Händewaschen oder so. Ich habe keine Ahnung. Es sind halt alles, also vieles davon sind auch Räume, die mir überhaupt nicht weiterhelfen. Und
in die ich halt einfach nur mal so reingucke. Aber... Ah, hier, ne? Schnell mal Tür wieder zumachen hier. Den brauche ich, glaube ich. What? Ach du schon wieder. Leute. Das ist ja doch schon schwierig hier, ne? Ist ja schwierig. So, wo ist die Kacke jetzt hier? Wo war das? Das war bei diesem komischen Bild. Ich muss mal ein bisschen vorsichtiger sein, ehrlich. Also, ich schlender hier immer durch. So, als könnte mir keiner was. Im Prinzip kann mir ja auch keiner was. Das ist ja der Punkt. Aber ich muss trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein einfach. Weil er hat ja trotzdem gemerkt, dass ich hier war. Ne? Also, das hier. Auch rot. Definitiv. Heißt, dieses Zeichen gab es aber auch bei dem Lufttalisman. Das heißt, diesen Hammer brauche ich. Definitiv. Und ich glaube... Ich bin schon wieder am Ende meiner Folge angekommen. Das heißt, ich versuche in der nächsten Folge dann mal an diesen Hammer ranzukommen und schaue mir gleichzeitig auch mal an, wo die ganzen Hebel sind. Dann gehe ich die Orte einfach einmal so Stück für Stück durch und schaue dann mal... Ach, den könnte ich eigentlich von hier aus mit einem Gaspfeil ausschalten, ne? Das wäre interesting, wenn das klappen würde. Natürlich möglichst ohne, dass mich einer sieht. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Ich finde, das hier ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Level. Ich habe immer so ein bisschen Herzklopfen, wenn ich hier durchgehe, weil ich nie weiß, ob ich das darf oder nicht. Da ich ja nun mal nicht intern tatsächlich ein Novize bin. Jedenfalls hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut unten in die Videobeschreibung, da findet ihr zum einen die Karte von diesem Novizengebäude und zum anderen wichtige Links. Deshalb auf jeden Fall da unten vorbeischauen und lasst mir eure Meinung in den Kommis da. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!